Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, da fährt man einmal nach Hause, ja, einmal über die Feiertage, über Ostern, zu seiner Familie hier nach Wolfsburg. Ihr seht, das ist ein ungewohntes Setup. Ich bin hier in der Dachgeschosswohnung von meinen Eltern und dann kommt natürlich direkt ein dickes, fettes WoW Classic Update. Ja, aller Voraussicht nach werden wir eine WoW Classic Beta bekommen. Die Informationen sind noch nicht vom Blizzard bestätigt, aber wie gesagt, größere Streamer wie unter anderem TipsOutBaby haben darüber ein Video gemacht und ich denke, es sind relativ verlässliche Quellen, dass wir wirklich eine Beta bekommen werden. Genau, also irgendwelche Data-Miner, Hacker, PC-Nerds, wie auch immer, haben herausgefunden, dass Blizzard quasi bestimmte Dateien, Daten in ihren Launcher hochgeladen haben. Und das müssen die quasi immer machen, wenn ein größeres Game-Release oder Update bevorsteht, dann müssen die die Daten irgendwie immer hochladen und anscheinend haben da irgendwelche Leute Zugriff drauf bekommen und konnten dann quasi erkennen, hey, es wird wahrscheinlich eine Beta für WoW Classic geben. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mehr mit einer Beta gerechnet, ja, weil ich mir so gedacht habe, wenn wir den Classic Summer bekommen werden und dementsprechend quasi WoW Classic im Sommer spielen können, dass einfach schon dann zu spät für eine Beta ist, ja. Weil ich kenne immer so eine Beta, geht dann meistens immer so 2-3 Monate und dann würde ich mir halt schon ein bisschen Gedanken machen, wenn wir dann einen Classic Summer haben wollen, wie da noch eine Beta irgendwie reinpassen wird. Daher hoffe ich, dass die Beta nicht so mega lange dauern wird, ja, und dass Summer für Blizzard dann nicht bedeutet, dass das offizielle Spiel erst irgendwie im August oder so kommt. Das würde ich ein bisschen schade finden, wäre auch noch okay. Mein Gott, wir können sowieso generell dankbar sein, dass wir das Spiel überhaupt bekommen. Ja, aber wie gesagt, das sind trotzdem gute Neuigkeiten, finde ich. Also ich denke, es geht voran, denn wie gesagt, nach einer Beta kommt dann auch immer relativ zeitnah dann auch das Spiel, hoffe ich zumindest. Und jetzt brauche ich nur noch einen Beta-Key, im Grunde genommen. Aber ich mache mir da nicht allzu große Hoffnungen, dass ich da irgendwie eine Sonderbehandlung bekommen werde, weil ich hier so ein kleiner YouTuber bin. Und ich habe eigentlich bei Beta-Keys immer Pech gehabt, wirklich immer. Egal welcher Key, wo es war, ich habe mich immer eingetragen, immer mitgemacht. Hab nie einen Key bekommen. Ja, es wäre auch einfach zu geil, wenn ich für meinen Livestream auf Twitch natürlich eine Beta bekommen würde. Deswegen werde ich, glaube ich, aus Prinzip einfach schon keinen Key bekommen. Muss man mal abwarten. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwie eine geschlossene Beta, eine offene Beta, irgendwie eine kurze, lange Beta, keine Ahnung, alles noch nicht sicher. Ich wollte einfach mal ein paar Infos zu der Beta in dem Video hier heute raushauen. Kleines Real-Life-Video hier heute mal, wie gesagt. Ich habe keinen Rechner am Start, kann Ihnen keine fette Aufnahme zeigen oder so. Ich werde einfach nur quasi einen kleinen Screenshot einblenden, wo man quasi so diesen Hintergrund nochmal sieht, wo dann irgendwie so diese Daten geleakt wurden. Keine Ahnung, habe ich auch gar keinen Plan von. Genau, auf jeden Fall, wir können uns auf eine Beta freuen. Ich bin gespannt, wann wir weitere News vom Blizzard bekommen, wann die Beta losgehen wird. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie sie das immer so gemacht haben, wann der Leak kam, wann danach dann die Aussage kommt, es kommt eine Beta, keine Ahnung. Weiß nicht, wie Blizzard das immer so handhabt. Ich hoffe, wir werden da, wie gesagt, demnächst weitere Nachrichten bekommen. Ja, ansonsten Grüße aus Wolfsburg. Wie gesagt, ich bin übers Wochenende hier bei meiner Family in Wolfsburg. Ich habe 2 Videos vorproduziert, die auf jeden Fall am Wochenende jetzt noch kommen werden. Ein Video mit 5 Dingen, die ich in WoW Classic vermissen werde. Ja? Alle loben WoW Classic immer in höchsten Tönen und unser Leben wird wieder geil und wir können unser Real Life wegwerfen und so weiter. Ja, aber wie gesagt, ich finde, es gibt ein paar Dinge, die auch in WoW Classic leider fehlen, ja, von den Spielinhalten her einfach, und die ich eventuell vermissen werde. Und auf dieses Video könnt ihr euch freuen, das wird auch am Wochenende hochgeladen. Über Ostern gibt es auf jeden Fall da auch ein Update. Dann gibt es noch ein 2. Video, das wird ein Podcast, wo ich so ein bisschen meine persönliche Geschichte in WoW ein bisschen erzähle, wo ich einfach, wann ich angefangen habe, welche Addons ich gesuchtet habe, ob ich PvE gemacht habe, ob ich PvP gemacht habe und solche Geschichten. Und ja, das war eigentlich das kleine Update. Wie gesagt, ich bin gespannt, wann wir weitere News zu der Beta bekommen. Freut euch auf die nächsten Videos und der Livestream, wie gesagt, geht leider dann auch erst nächste Woche Donnerstag weiter, weil ich einfach am Wochenende jetzt keine Zeit dafür habe, weil einfach Ostern ist und meine Eltern räudiges Internet haben. Hier geht halt einfach nicht viel. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram, da bin ich sehr aktiv. Da werde ich auch hier ein bisschen Eindrücke und so weiter von der Bude, von meinem Aufenthalt hier in Wolfsburg euch geben. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und sagt mir nochmal unter dem Video, was eure Meinungen zur Beta sind. Ja, findet ihr es gut, dass noch eine Beta kommt? Denkt ihr auch so wie ich, so ein bisschen knapp so? Ich hätte mich drauf gefreut, wenn vielleicht irgendwie schon das Release-Datum bald mal gekommen wäre. Ja, sagt mir gerne mal eure Meinungen dazu und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und denkt dran, manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Ciao.